Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier mit einem Gastreplay eingeschickt vom Schlachtenlenker mit dem Ru 251 auf der Karte Redshire. Und hier mit seinem 8er Scout hat er natürlich Glück, dass er hier fast Top-Tier ist, weil es gibt einen 9er im Gegnerteam und einen 9er in seinem Team. Also von dem her sonst aber sehr nice. Und Der zweite glückliche Zufall, was ihn in dieses Matchmaking bringt, sehr, sehr viele Mediums auf Seiten der Gegner. Also auch dementsprechend viele Ziele, die er auch penetrieren kann. Schauen wir mal, wo er zuerst hinfährt. Wir machen die Minimap etwas größer. Er fährt recht mittig, beziehungsweise hier Richtung Fluss. Auch mal wieder ein bisschen was anderes. Man kennt sonst mittlerweile gerne da, wo jetzt die Lorraine und der CDSC ist. Da fahren viele gerne zu Beginn der Runde hin, mir eingenommen. So, ein bisschen sehr wild gerade durch die Gegend geguckt. Da kriegt er einiges auf. Geht auf. Kann zwar leider nicht treffen, aber bevor er selber getroffen wird. Oh, da hat er den T49, da muss er aufpassen, weil wenn der natürlich trifft, da macht's Wumm. Ah, die haben sie keine, das ist schon mal schön. Schneller Schuss, aber jetzt hat er daneben geschossen, jetzt kann er nochmal einen versuchen zu setzen. So, und jetzt? Ah, oh, kritischer Treffer. Das ist natürlich ärgerlich. Fliegen auch wenig Schüsse auf die Gegner. Jetzt ist er offen, aber kriegt ihn gerade selber nicht auf. Da ist er wieder offen. Und diesmal... Boah, er schaut immer noch auf ihn. Mit Auto-Aim, jetzt hat er auch getroffen. Vielleicht setzt er nach. Oh, jetzt ist da auch noch ein T-44. Also gefühlt sehr, sehr viel, was er hier hat. ...0:2 für den Gegner. T-49 offen. Er auch offen. Also hier ist ordentlich was los. Den T-44 konnte er jetzt da durchschlagen. Und jetzt kommt auch der T-49 hier. Auch da trifft er jetzt, aber jetzt kann er getroffen werden. T-49 fährt, verschießt. Ah, oh, schön. Da hat er Rheinmetall ihn weggemacht und er hat den Kill, oder beziehungsweise den Pre-Kill, muss man schon fast sagen, gemacht. So, der T-44 folgt ihm jetzt. Da konnte er mit Auto-Aim treffen. Er schießt jetzt scheinbar alles mit Auto-Aim, so wie es aussieht. Ah, und hat ihn auch noch angezündet. Sehr schön. Heide Witzke war das ganz schnell, ganz viel Schaden. Den T-44 ganz alleine gemacht. 4:5. Und jetzt kann er wiederum den Gegnern... Oh, jetzt kommt auch noch Objekt 416, linke Hand von ihm. Hoffentlich hat er den im Blick. Er schießt nämlich jetzt auf jeden Fall erstmal auf die anderen. Ah, prallt ab T43. Mit Auto-Aim. Der erste sitzt. Den zweiten auch noch mit Auto-Aim. Trifft auch nochmal. Objekt 416 jetzt von hinten. Er kriegt hier keine... Oh, da kommt er rum und zündet ihn auch direkt an. Da hat er aber wirklich... Und er fackelt ihn ab. Ja, Wahnsinn. Das muss man auch erstmal schaffen. 3200 Schaden in wirklich kürzester Zeit. Heide Witzke. So, jetzt noch den E75. Auch da schön aufs Heck und kriegt auch noch den Kill. Nice. So, und jetzt hat er hier genug aufgeräumt. Jetzt kann er mal weiterfahren.
So, der Rheinmetall. Da kommt er auch drauf. Ah, schießt im Boden. Heide Witzka, da musst du ein bisschen höher zielen, Junge. Die sind leider hinterhalb. Jetzt muss er dann doch weiterfahren. Aber ein bisschen Schwung. Zack, auf den Rheinmetall drauf. Er ist ja einfach sauschnell und wirklich, wirklich schöner Panzer. So, da ist der Rheinmetall wieder offen. Schaut nicht auf ihn. Mit Auto-Aim. Zack. Und noch ein. Rheinmetall kommt nicht auf ihn drauf. Kriegt jetzt die gegnerischen Hits. Und macht ihn auch schnell weg. Rheinmetall keine Chance. Links von ihm der T69 noch. Da lässt er sich ein bisschen mehr Zeit mit 1-7. 4300 Schaden gemacht bisher. 14 zu 16, ein Gegner lebt noch. Wahnsinnig schnelle Runde, 4 Kills, brutalen Schaden gemacht. Da sieht man, wie man den Ru auch spielen kann. Kompliment, Chapeau. Da ist das Game auch schon rum. Wie gesagt, sehr, sehr schnell, sehr viel Schaden. Super Panzer, super gespielt. Riesenkompliment, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in der Kürze liegt die Würze. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Deswegen freue ich mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal bei Alcaramba. Bis